Herzlich willkommen zurück bei The Crew. Wir sind hier in Vegas. Ja, genau, in Vegas beim Rally Kit Tuner. Und ja. Und ja. Werden wir uns mal gönnen. Mal gespannt, wie unser Turf Clay aussehen wird. Alter Schwede, ich bin verliebt. Es ist ja ein Monster geworden. Nee, matt ist doof. Schillernd auch. Metallic. Haben wir hier irgendwo ein schönes Blau? Ich hätte jetzt mal Lust auf ein blaues Auto. So ein schönes, heftiges Blau. Die Aufkleber müssen ab. Das ist ja mal schrecklich. So, machen wir so einen schwarzen drauf. Innenausstattung. Passt farblich nicht. Sieht nicht sehr bequem aus da drin mehr. Blau und Rot passt ja eigentlich. Schön, nehmen wir ein schönes Grau. Wie dumm sieht das denn aus mit den Reifen, bitte? Die finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich aber noch cooler. So. Und das war schon, was wir visuell ändern können. Oh. Schade, aber es ist ja auch so schon ein Monster von Auto. Krasse Kiste. Ja, ich möchte den Tuner verlassen. Alter Schwede. Ein Panzer. Wir haben aber volle Panzer, Junge. Das krassere Panzer, wie da hat Kim Jong-un. Der Typ. Die 510-Fraktion der Mountain States, die Snakes, suchen neue Mitglieder. Bleib bei deiner alten Fraktion oder such dir eine andere. Vegas, Baby. Können wir den Tempotest jetzt mit dem Dings versuchen. Mal unser Rallye-Auto ein bisschen ausprobieren. Ja, kommt schon sehr träge in die Gänge.
klar. Das Ding ist nicht für Geschwindigkeit gemacht, aber wir können es ja noch. Wir versuchen es einfach nochmal und dann fangen wir direkt mit Nitro an. Um ein bisschen flotter zu beschleunigen. Nee. Auch so nicht. Ein Kolomandeln. Ich glaube nicht, dass wir bei dem besser abschneiden. Zumindest Bronze will ich. Oh, Stufe 40. Ja, das können wir noch nie ausstatten. 800 Erfahrungspunkte gibt es schon für solche Sachen. Präzisionsfahrt, das können wir ja mal versuchen. Ne? Gold hätten wir wahrscheinlich auch noch geschafft. Wenn man es nicht. Differentialgetriebe. Ah, Beschleunigungsbonus, schön. Rein damit. So, wo haben wir denn die Mission? Vegas, Baby. Spielen wir direkt. Brauchen wir nicht da noch die Straße hochfahren. Genau. Was denn jetzt? Es läuft so. Ich komme in deine Crew, wenn du hilfst, meine Schwester zu finden. Die scheiß Musik aus. Hi Alex, ich bin Roxor. Nenn mich einfach Roxanne.
Was muss man hier für eine Mitfahrgelegenheit tun? Meinen Kaffee bezahlen? Wie soll ich mich ausdrücken? Wer zur Hölle bist du wirklich? Ich bin Roxanne. Ein digitaler Engel auf der Suche nach einem tapferen Ritter. Süß, aber kein Stück schlauer. Entspann dich. Wer ich bin, ist nicht so wichtig. Nur, was ich für dich tun kann. Also fahr schon los. Wir fahren doch schon längst, Frau. Erzähl von deiner Schwester. Sie heißt Daria. Sie war schon immer ziemlich wild. Nun ist sie bei den Five Tens und von der Bildfläche verschwunden. Ich habe Mom versprochen, sie zu finden. Du bist so eine Art Gespenst, oder? Du hast mich mit irgendeinem Hackerfluch versehen. Ha! Nein. Ich bin nur ein Nerd, der versucht, seine Schwester mit allen Mitteln aufzuspüren. Die Berichte der Polizei zu hacken, hält fit. Und warum sollte ich dir trauen? Weil, Alex Taylor, wenn ich dir, Zoe, Harry und Alita Ärger machen wollte, dann hättet ihr ihn schon. Das Ganze hier funktioniert nur mit Vertrauen. Du weißt doch schon alles. Na, komm raus hier. Na, wo sind wir jetzt? Im Vega Shopping Square, unser Hauptquartier? Sieht nach dem Ort aus. City Parking, natürlich, wieder eine Garage. Bin mal gespannt, was mich jetzt an Informationen erwarten. Deine neuen Nachbarn. Wow, dieser Ort ist anders. Nimm Platz. Ich muss dich mit einem Haufen Infos füttern. Hau rein, Mädel. Die Mountain States sind nicht zu kaufen. Als die Five Tens national wurden, haben die Cops einen Anstieg des Sportwagenhandels festgestellt. Jeder kontrollierte Wagen hat irgendwas geschmuggelt. Das beschlagnahmte Geld stecken die Cops in bessere Ausrüstung. Sie sind unbestechlich und werden immer stärker. Das tötet die Five Tens. Jeder Dollar, den die Bande macht, kommt hier durch. Autos gehen nach Süden, Schmuggelgut nach Norden. Das Straßennetz ist wie die Kehle der Five Tens und die Cops schnüren es zu. Schiff kriegt das nicht in den Griff. Aber wir schon. Kommt eine Straßensperre, umfahre ich sie auf meiner eigenen Route. Die Cops sperren die Straße, wir benutzen sie einfach nicht. Bekommen wir das Geld, das durch die Mountain States fließt, macht ich Schiff zum V6 in seinem inneren Kreis. Und da wollen wir hin. Super Plan, Mel. Freut mich, dass du hier bist. Und wo findet man solche Nerds, bitte? Wo, verdammt? Kann man sich mal verraten? So, was hast du für bessere Beschleunigung deines Fahrzeugs? Bis zu 2 Freunde können gleichzeitig auf Fraktionsmission geschickt werden. Erhöht das PvP-Event. Erstmal das hier. Beschleunigung ist immer besser. Zu 2 Freunde können gleichzeitig auf Fraktionsmission geschickt werden. So, Vorteile, Infos. Die Dalilan hier im Handy rum, oder was? Oder spielt DS oder so. Na schön. Angekommen in einer wohlig warmen Werkstatt, verabschiede ich mich von heute für euch aus dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, Vegas, Baby. Morgen geht's weiter. Haut rein und einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zusehen. Bla bla bla. Ciao.